Gedächtnis. Oh, das falsche Buch. Moment. Big Whoop. Unclaimed Bonanza or Myth? It says here there were four pirates. Rapscallion, the cook. Young Lindy, the cabin boy. Mr. Rogers, the first mate. And Captain Marley. They buried their treasure along with plenty of booby traps on a place believed to be called Inky Island. They made a map which they divided into four pieces, each man taking one. Rapscallion later opened the Steamin' Weenie Hut on Scab Island. It was a huge success, but fell into disrepair after Rap was killed in a flash fire. Young Lindy drifted aimlessly, down on his luck until he mysteriously came into money while panhandling on Booty Island. He used the cash to bankroll an advertising firm which failed after its gross mishandling of the Gangrene and Honey account. Mr. Rogers retired off the coast of Fat Island. He marketed homemade contest grog brewed in a bathtub until his recent disappearance. Captain Marley vanished while sailing in the America's Cup race. His boat was leading at the time. I don't know. Könnte alles sein in dem Spiel, das ist ja das Problem. Ich habe noch nicht mal verstanden, was der eine da gesagt, was er über den einen gesagt hat. Honig irgendwie, was? Was für ein Ding? Keine Ahnung. Ja, ich gehe nochmal zum Baum. Wahrscheinlich richtig gewesen zu sein. Was war nochmal hier? Ich weiß doch nicht mal mehr, was hier war. Ja, war der Typ, ne? Ne, ne, hier wollen wir weg. Da ist der Sauftyp, der mich unter den Tisch säuft. Gehen wir zum Dreads Schiff. Geh nochmal zu dem Baum, da scheint ich ja irgendwas. Boah, Honig-Senfsoße ist so lecker, ne? Ich weiß, das war jetzt nur ein Kappa, aber trotzdem. Manchmal, wenn ich keine Soße zu Hause habe und ich habe Senf und Honig da, dann baller ich mir dann einfach zusammen. Wo war der nochmal? Auf Buri, ne? Nee, Baum. Oh, Sully hostet mich. Danke, Sully. Weiß gar nicht, ob der gerade einschaltet. Wie läuft das eigentlich mit Hosts, Leute? Ich hoste ja auch permanent, Leute. Wird das dann irgendwie so als Alert eingespielt oder was? See the world. Sunken Galleons. Hi, Sully. Danke Just dir, mein Lieber. Look at this juicy crowd. Hab blöd geradet. Er macht dir, nichts draus. Volunteers. Ich wäre heute echt so überfordert gewesen. Right now. Ich hoffe, dir geht's gut. Der Baum hat so Löcher. Vielleicht kannst du ihn als Flöte benutzen. Musst du die Löcher zuhalten. Danke, dass du überhaupt dran gedacht hast, mein Lieber. Ja, der Sully, der weiß schon, wie man raidet, Vic. Ich glaube, der hat da einfach irgendwie irgendwas verhauen. Danke, dass du dran gedacht hast. Ich hoffe, dir geht's gut. Was gab's denn? Was hast du gezockt? Oder hast du überhaupt ja, ich schätze mal schon, ne? Wenn du raiden wolltest. Was hast du Schönes gestreamt? So. Also, das ist echt. So soll das klappen. Okay. Das könnte jetzt dauern, Leute. I think I get the idea. Ja, nach dem vierten Loch kommst du auf die Idee, oder was? Crab, Rise of the Tomb Raider. Die finde ich gut, die Tomb Raider-Spiele. Was hast du Fun dran, denke ich mal, ne? Hast du das nicht eben gerade gefragt? Jetzt bin ich richtig verwirrt. Also, wenn du verwirrt bist, dann liegt's garantiert an dem, was ich gesagt habe. It's hundreds and hundreds of maps. There are hundreds of them. Even if one were a piece of the map to Big Whoop, I'd never be able to find it. It's lovely Booty Island. Game is super, ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Rise ist dann welcher Teil? Ist das dann wirklich der dritte schon? Ich weiß das gar nicht. Ja, es gibt Tomb Raider, dann gibt es Shadow of the Tomb Raider und dann Rise of the Tomb Raider, ne? Eigentlich der ganze Tag verwirrt, mal stärker, mal weniger. Er macht dir nichts aus. Ich ebenso. Ich ebenso. Ach so. There's nothing interesting in there. Ernsthaft? It's already open. There's nothing interesting in there. Bro. Kletter da doch rein wenigstens. Mach doch irgendwas, Mann. Nice. Nee, benutzt das mal erstmal. Macht er nicht mehr. Okay. Nice. 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 Zweite. Habe mich so akzeptiert. That doesn't seem to work. That doesn't seem to work. Erste Weg zur Besserung. Akzeptanz. Okay, jetzt habe ich ein Teleskop. Hier will er das nicht benutzen. Einfach weil er stur ist und eine Zicke. Gleich hier unten. Doesn't seem to work. Okay. Ja, was kann ich mit diesem Papierhaufen machen? Muss ich wieder den Affen nötigen? I don't think that'll work. Okay. Oh, what a cute little thing. That doesn't seem to smell interesting to him. Can't dig that, Daddy. There are hundreds of them. Even if one were a piece of the map to Big Whoop, I'd never be able to find it. Okay. Kannst du mit dem Stuhl irgendwas machen? Great shipwrecks of our century. Says here the Mad Monkey sank at 37 North, 88 West. Okay, danke. Das sind ja noch große Pläne, Vic. Dieses Deponia, das habe ich echt schon jetzt wiederholt gehört. Von den unterschiedlichsten Leuten. Vielleicht tue ich mir das irgendwann mal an. Ich hoffe nur, das hat irgendwie logischere Rätsel. Was ich irgendwie bezweifle. Oh, ich habe wieder rausgeklickt. Sorry. Sorry, Leute. Oh nö, jetzt hat der... Okay. How rustic. How rustic. No thanks. Only shiny pages left in the catalog. Puh, Teleskop, 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 Teleskop. Wir müssen ja auch noch diese eine Map erstmal finden, die verloren gegangen ist.
Vielleicht brauche ich ja dafür den Doggo, dass der die Map, nein. Weil er hat die Map doch gerochen, oder nicht? Geschnüffelt. Vielleicht erschnüffelt der die. Wahrscheinlich hat er die gekauft direkt hier. Glaube ich mehrere Teile und ist so bekannt unter diesen Spielen. Okay, 4 Teile. Holy moly. Hast du das Ding gekauft, du? Gekauft, geklaut, wenn dann? Do you take credit? Yeah, like you have one. But I do accept personal checks or trade-ins. What kind of trade-ins do you accept? I'll take most old swords, some used parrots, almost anything valuable made of bronze, and a few old ship parts. Would you give me the map piece for any of those things? No, but there's one thing I might trade for the map piece. What would you trade for the map piece? There was a certain ship that sunk, and I'd really like the figurehead. I'd give you the map if you got the figurehead for me. Okay. Can you tell me about the ship with the figurehead? The ship was a huge galleon named the Mad Monkey. Okay. Nobody knows where it sank or why, but the figurehead is supposed to be the most fabulous piece of art ever. That's why I want it. I'm a collector of fine art, as I'm sure you can see. Please tell me about the ship with the figurehead again. The ship was a huge galleon named the Mad Monkey. Nobody knows where it sank or why, but the figurehead is supposed to be the most fabulous piece of art ever. That's why I want it. I'm a collector of... I have to go now. Maybe. Where do you want to go? Oh, Moment mal. Zurück. Wo bin ich jetzt gerade? Rudi, ne? Great shipwrecks of our century. Says here the Mad Monkey sank at 37 North, 88 West. 37, 88. Where do you want to go? We can't go there, man. That's the forbidden triangle. We can't go there, man. That's the forbidden square. Das war derselbe Satz, nur anders betont. Erzähl mir was Neues. We can't go there, man. That's the forbidden pentagon. Pentagon? We can't go there, man. That's the forbidden circle. Was labert der? We can't go there, man. That's the forbidden hexagon. Er hat jetzt alle geometrischen Körper, ist er einmal durchgegangen. We can't go there, man. That's the forbidden parallelogram. The parallelogram. Kennt ihr das noch? Das Parallelogramm? Das ist so ein geneigtes Rechteck. We can't go there, man. That's the forbidden octagon. Forbidden Octagon kenne ich nur vom UFC. We can't go there, man. That's the forbidden trapezoid. We can't go there, man. That's the forbidden rhombus. Ach, der macht das, wenn egal wo ich hinklicke. We can't go there, man. Oh. That's the forbidden dihedron. Ich dachte, der macht das, weil ich den richtigen Punkt gefunden habe. We can't go there, man. That's the forbidden ellipse. We Dabei can't go there, dann, man. That's the forbidden cardioid. Dann macht er das auch, wenn ich hier hinklicke. Hör mal, was ist heute we los? We can't go there, man. That's the forbidden torus. Jojo, danke für dein Raid. Hallo an alle Raider. Sorry, ich bin ein bisschen kaputt. Was gab's denn bei euch Schönes? Ich bin hier gerade bei Monkey Island am Verzweifeln. Ich meine wirklich am Verzweifeln, weil ich komme nicht weiter. Danke, Jojo. Boah, ich habe auch...
nie die Chance, dich zu raiden, ne? Du bist nie online, wenn ich gerade offline gehen will. Das ist echt schade. Danke dir, Jojo. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht. Und Day of the Tentacle. Ist das nicht auch so ein Point-and-Click-Gedöns? Mein Chat nötigt mich hierzu. Also das ist eigentlich mein Typ Spiel. Aber ja. Oh je, schreiben. Ach, mach dir nichts raus. Reden sollte man können. In meinem Fall, von daher. Kommt drauf an, wie alt deine Sammlung ist. Ist es. Klassiker, okay. Ja, ich glaube, ich spiele hier auch ein Point-and-Click-Klassiker. Vielleicht sogar den Klassiker schlechthin. Ach komm, du magst es. Ich mag es, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ich krieg nichts gebacken. Ich krieg nichts geschissen, Leute. Das Spiel ist erstaunlich schwer. Oh mein Gott, er kennt es nicht. Ist er nicht schon 40? Nein. Nein, ich weiß, ich sehe so aus, aber bin ich noch nicht. Es ist mega gut, war mein erstes. Okay. Day of the Tentacle. Ja, da hat Blaumeise und paranoide Androide, die haben schon mal darüber geredet. Ja, ich weiß. Das sagt mir was. War in beiden Streams gleichzeitig. Das sind die Games alle bockschwer. Ja, jetzt ist Deponia auch noch in die Runde geworfen worden. Deponia. Scheint auch sehr schwer zu sein. Aber Day of the Tentacle ist nicht von hier LucasArts, oder? Oder von diesem Ron Gilbert? Würde mich jetzt wundern. Kannst dir alle Teile für 30 Euro kaufen bei Steam, okay? Auch von LucasArts. Ach, deswegen diese Tentacle-Geschichte. Ach so, okay, natürlich. Von Peter Chan. Okay, ich kenne nur Jackie Chan. Der musste sein, sorry. Der musste sein. Okay, okay. Also, das ist dann dieser lila-grünfarbene Tentakel, ja? Dieser, der Sam und Dings ersetzt hat und so weiter. Der Para hat mir das erklärt. Ich hab's schon wieder vergessen. Ich schreib mal ganz kurz Day of the... Okay, Google ist wieder schneller als ich. Ja, ja, genau. Genau, dieser Patrick Star-Tentakel. Oh, die Spielengine ist Scum. Wie die Scumba. Boah, 93 wird das veröffentlicht. Das ist ja echt ein alter Schinken, ne? Gibt's da kein Remastered von mit Raytracing oder so? Okay, ja, ich sehe mich, wie ich das demnächst auch spielen werde. Ich sehe mich. LucasArts tatsächlich, Double Fine Productions, wow. Scum ist die Engine von LucasArts. Ach so, okay. Das heißt, die haben die Bar nach der Engine benannt, nicht andersrum. Johann hat heute auch ein Erweckungserlebnis wegen Purpur-Tentakel, okay? Du wirst müssen, ja, ich sehe schon. Patrick Sai ist ein Seestern, ich weiß. Aber so die Farbkombi passt. Hat jemand erzählt, warum Guybrush so heißt, wie er heißt? Wenn, dann habe ich es mir nicht gemerkt. Was sehr häufig passiert bei mir. Guybrush. Para, hast du mir das mal erzählt? Falls ja, sag jetzt bitte nein. Sonst stehe ich da. Bin der größte Depp aller Zeiten. Ich frag mich ja, ob ich jetzt eventuell Hilfe abstauben könnte. Weil Para und Blaumeise, die geben mir keine Hilfe in dem Spiel. Bottom boat. Are you pirates or not? Juicy's Maximus has returned. Wie, der lässt mich jetzt nicht vorbei, ehe ich spucke. Spin away! Baby!
Weil er als .brush-Datei erstellt wurde. What are you waiting und dass er der Erste war, hieß... I don't think he's got the lips for it. Aha. Nee, das hat man mir noch nicht erzählt. Eine Brush-Datei, interessant. Come on, Bildformate hießen you, Brush afraid? Und sie hatten noch keinen Namen für den Charakter, also haben die den Guybrush genannt. Und Threepwood? Guybrush Threepwood. Nee, das war die... Ich schätze mal, das war wieder die falsche Reihenfolge. Spit? That's gross. Danke für den Input, here. Leute. Oh, no. Dry das ist eine coole Story. Das ist eine coole Story. Zumal Guybrush well, eigentlich ein folks? Cooler Name ist. Everybody already has the necessary equipment. Jetzt gerade ein Game, turn wo a disgusting wir uns mit dem Telefon austauschen müssen. Okay, älteres Semester. Ich fühle mich verbunden zu euch. Mit älteres Semester meine ich so Ü30, ja? Nicht falsch verstehen. Wo ist denn meine Karte jetzt hin, Mann? Hast du die? Hello again. You talking to me, boy? Talking to me, boy? Nothing. Nee. Never mind. Bye. Well, enjoy Mardi Gras. Where do you want to go? Ah, Moment, mir fällt noch ein. Reden wir noch kurz mit der Tante hier. Last Jack, das hat man davon, wenn man nicht aufpasst. Island. Aber naja, wir haben gegeben dir keine Tipps. Sightseeing. Threepwood Treibholz. Ach, Threepwood heißt Treibholz, okay. Weil er einfach so auf Melee Island angespielt Cruises. Wird. Last day before I leave for Fat Random Island. Random Game Facts? Das kann ich. Sunken Galleons. Kann ich auch, aber nicht zu Point See and Click. See the world. Last day before I leave for Fat Island. I'm interested in chartering a ship. Great. As I mentioned, my fee is 6,000 pieces of 8. I don't have that much. I guess you'd better find some more then, huh? Cruises. Niemals. Sightseeing. Ihr seid so fies. Sightseeing. Cruises. Okay, 6000 ist nicht machbar. What a piece of junk. Where do you want to go? Wieso piece of junk, Mann? Der fährt uns von A nach B in einer wundervollen, Moment, 3788 meinte der, ne? Can't go there, man. Will er nicht. That's the forbidden limnus gate. Ich dachte ganz kurz, ich habe mich vertan. Nee. Gut, ich travel dann nochmal nach Fat Island. Bin gerade so ein bisschen planlos. Aber nur jetzt gerade. Also der Typ, der Verkäufer, der uns die Karte verkaufen will, der will diese Galionsfigur von diesem Mad Monkey Ship. Das ist gesunken oder versunken. Es liegt auf dem Meeresboden. Great shipwrecks of our century. Says here the Mad Monkey sank at 37 North, 88 West. West. Bringt mir gar nichts. Weißt du, was mich schon immer interessiert hat? Was eigentlich... Schreibenschlüssel auf Englisch. Ich weiß doch nicht mal, was Schreibenschlüssel auf Deutsch ist. Achso, Schraubenschlüssel. Ich tue jetzt auch einfach mal so. Ach, du meinst Schraubenschlüssel. Ich wollte schon sagen, was ist ein Schreibenschlüssel? Sind wir hier im Kalten Krieg gelandet oder was? Wo wir irgendwas kodieren müssen? Ja, das heißt Monkey Ranch. Okay, was soll ich mit dem machen? I don't think that'll work. Was muss ich denn mit dem aufschrauben? Ich weiß es gar nicht. I don't think that'll work. Oh, ihr schreibt euch wieder untereinander, ne? Nee, ich weiß nicht, Leute. Ernsthaft jetzt. Ich habe gar keine Ahnung mehr. Ich habe gar keine Ahnung mehr. Ich wandere noch mal ein bisschen die Gegend ab, ja? Vielleicht gehe ich noch mal in die Villa oder so. Habe ich da vielleicht irgendwas übersehen? Ich weiß es nicht.
Ach nee, ich bin ja gar nicht auf der Insel. Ja komm, dann gehe ich nochmal in das Haus von dem... von dem fetten, ekelhaften Fett. Ja, okay, machen wir jetzt. Ich bin ja genau richtig hier. Mit dem schlafenden Mann. Jack, such dein Zeug. Wir geben eh keine Tipps. Ja, ist okay. Ist okay. Ich mach das schon. Könnte so 2 Wochen dauern, aber ich mach das schon. Kann aber nicht hier lang, oder? Ist das nicht hier Grim Fandango, oder wie der heißt? Bin ich jetzt völlig neben der Spur. Bei dem muss doch auch was gehen. Bei dem muss doch auch was gehen, Leute. I don't think I'd better wake him up. There's food or something stuck in the drain. I don't think I should hammer that. Guck ich auch mal ins Bett mit meiner liebsten Frage, wonach riechen die Disketten von Snatcher? No clue, Amaron, aber ich wünsche euch schon mal eine gute Nacht und vorab ein schönes Wochenende. Die beiden, die schreiben eh nur untereinander, die könnt ihr getrost, die braucht ihr gar nicht fragen. Sleeping like a baby elephant. Baby elephant. I don't think I'd better wake him up. Ugh. Ja, warum steht da öffnen, wenn... I don't think I can move him. Sleeping like a baby. A baby elephant. Das riechen beim Erwärmen nach Blut. Okay. Okay, gute Nacht. Danke fürs Einschalten. Hast du nur diese Sachen oder auch eine Leiste weiter oben? Nee, ich hab hier ohne Ende Zeugs. Aber ich... keine Ahnung. Beware of Parrot. Beware of Parrot. Oh, Amaron, danke für dein Follow. Danke, danke. Gute Nacht nochmal. Ich würde vielleicht mal den Ast nehmen für diese... für dieses Becken. Für dieses. Das mit dem... That doesn't seem to work. Es ist nie so einfach. Ich habe diesen Ast schon gefühlt überall reingesteckt. Ich habe den echt gefühlt überall schon reingesteckt. I don't think I'd better wake him up. Vielleicht muss ich das Buch wieder tauschen, aber das macht ja auch keinen Sinn, oder? Ich weiß gar nicht mehr, welches Buch das war. Ach ja, wie ich LeChuck vernichtete, stimmt. The time I blew up LeChuck. Das Buch ist eigentlich unwichtig. I'm reading my own memoirs. Hack ihm die Füße ab. Das würde ich so gerne. Pass auf, er schaut ja eh nicht in sein Inventar. Das ist so voll, ne? Das Inventar, das überfordert mich voll. Cap-sized charters. Glass-bottom boat for sightseeing or special interest voyages. There's a picture of her on it. When the tears come, shouldn't you be prepared? Stan's previously owned coffin. Just like the pen from Mom and Dad's wedding. What a big organ. I don't know how to play. Mr. Willy Gorilla, arrested for grinding his organ in public. Mr. Willy Gorilla, arrested for grinding his organ in public. Mr. Guybrush Threepwood, arrested for infractions too numerous to list. Melo. Die
hier einfach so Lechak. Oh Mann, ich feiere dich gerade. Lieber sein. Ich kann nicht mehr. Ich habe schon Seitenstiche. Lieber seinen Zug mitschleppen und ignorieren und vor allem niemanden zeigen oder drüber reden. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ihr da wieder redet. Ich schätze mal nicht, es ist wahrscheinlich nichts für mich. Ich hole mir einen Trank, da ich keine Kneipe habe. Okay. Wie gesagt, bloß niemanden reden, Corona und so. Melo. LeChuck. Einfach so. Ja, ja, irgendwas mit dem Schreibenschlüssel. Das ist der hier. Der kann schreiben. Vorne ist so eine Tintenspitze und das ist ein Schlüssel. Okay. Nee, kein Plan, Leute. Ehrlich, ich bin auch total so irgendwie... Ich habe keinen Faden mehr. Normalerweise habe ich immer einen Faden. Aber jetzt habe ich tatsächlich keinen Faden mehr. Das Spiel hat mir eigentlich immer irgendwas gegeben. Ja. Deswegen gehe ich jetzt nochmal alle Lokalitäten durch. Was Besseres fällt mir nicht ein. Ich gehe alle Lokalitäten noch einmal durch. Und dann schaue ich, ob ich vielleicht irgendwas übersehen habe oder so. LeChuck! Das ist also... Das hat schon einen leichten komödiantischen Genie, würde ich sagen. Komm, ich gehe mal direkt ins Häuschen da, obwohl der säuft mich wahrscheinlich wieder unter den Tisch. Ich weiß, ich muss irgendwas mit der Tasse machen, während er weg ist, aber ich weiß nicht was. Ich weiß nicht was. Oder mit dem Behälter, mit dem Kuchen. Back again, eh? Nochmal zum Mitschreiben in der Wirtschaft. Immer mit jedem über alles reden, alles mitnehmen. Okay, dankeschön. I'll get a set up. Excuse the boxes. Das Problem ist, wenn ich jeden Gegenstand mit allem benutze, dann ist das für mich so, ich weiß nicht. Well, I guess you're serious about this contest. Here's your drink. So trial and error, weißt du? Ever tried booze from the West? It's rather sweet. Looks like an awful lot of grog. But it slides down the throat like fire. That doesn't seem to work. That doesn't seem to work. That doesn't seem to work. Ja, ich weiß, ich weiß. My buddies and I drank it faster than we could open the bottles. Then there was a shortage of it a few years ago. But I needed something else. So I drank rum. I don't think I should hammer that. Are you sure you don't want to back out? No, thanks. I'm a pro. You drink first. Aber eine Plauze, ne? Lecco mio, ey. Soll ich den Spiegel da vorne einsetzen? Nee, ne? Das ist doch viel zu groß. Novice. Okay, ich versuche mal nochmal zu dem. Oh, my head. Der kann mich weiterbringen, aber dann sehe ich den... Ne? Ich will ja quasi auf die Dinge so... Ich will mir die zusammenreimen und nicht einfach... Jetzt versuche ich das, jetzt versuche ich das. Back again, eh? Let's get this over with. Come on in. Wie süß ein Holzstuhl noch so ein Zweig hat. I wish I'd never bought this house. I don't want to sit right now. Kann ich den? Okay. Oh, let's get on with it. Here's your drink. My usual drink used to be a strange drink made by cannibals. Okay. It's rather sweet, but it hurts as it goes down. I don't know how to play. No. Nein. Used to drink it all the time. Nein, 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 das war schon richtig. I could give it up any time I wanted. That's why I started drinking rum. That is a nice looking beer. One thing's for sure, I am never shaving this off. Back again, eh? Let's get this over with. Come on in. I'll get a set up. I can't believe you're back for more.
Most people just give up and go away. Looks like a tree to me. Okay, let's get on with it. Here's your drink. Ich dachte mir, vielleicht sieht er sich im Spiegel und realisiert, wie hässlich er ist. Oder wie krass er sich hat gehen lassen. That doesn't seem to smell interesting to him. It's a bit on the bitter side. But it hurts as it goes down. I don't think I should cut that. My buddies and I drank it faster than we could open the bottles. Geh raus, bevor er wieder antanzt. It's a grotesque monkey statue. Okay, Vic. Aber ich bezweifle es. Ja, vielleicht sollten wir das Zeug nicht trinken. Aber... keine Ahnung. Ich muss mit dem Krug irgendwas anrichten, aber ich weiß nicht was. Vielleicht so ein Loch oder so reinbohren oder irgendwie sowas, aber ich check nicht was. Let's get this over with. Keine Ahnung. Come on in. I'll get us set up. Zumal, we should never bought this house. Zumal ich nicht viel Zeit habe. It only caused me trouble. Nice. Okay, let's get on with it. Here's your drink. Okay, Jojo. You ever tried booze from the West? It's a bit on the bitter side. But it hurts as it goes down. Ich geh einfach raus von mir aus. My buddies and I drank it faster than we could open the bottles. Macht er nicht. I shouldn't take Rum's mug. Ach, was für ein nobler Pirat. Um andere Baustellen kümmern. Back again, eh? Okay. Let's get this over with. Come on in. I'll get us set up. Excuse the boxes. I can't hold my alcohol. Well, I guess you're serious about this contest. Here's your drink. You ever tried booze from the West? Makes your lips pucker. But it's got a wonderful aroma. My buddies and I drank it faster than we could open the bottles. I don't think I should cut that. Then the taxes on it were raised. So I started drinking rum to fill the gap in my life. Are you sure you don't want to back out? No, thanks. I'm a pro. Kein Problem, you drink first. Kein Problem. Danke nochmal für dein Raid. Ja, ich hätte mir jetzt gerade auch keinen Bock zuzuschauen, ich will ehrlich sein. Ich bin so mega verplant. Verplant? Typical. Ja, ist ja gut. Was macht man? Kipp den weg. Leute, ich bin ja nicht hohl. Also. Ne? Ihr habt doch selber schon gesehen, dass ich das versucht habe. Das wegzukippen. Back again, eh? Let's get this over with. Come on in. Zumal, wenn er mir das in die Hand drückt, ich sowieso nichts mehr damit machen kann. Don't you know when enough is enough? You know you're not gonna beat me. I'm the best at this contest. Well, I guess you're serious about this contest. In den Baum? Here's your drink. There's a special drink that I like. It's smooth as a pirate's savvy. But it's weaker than a sponge soaked in water. Never could get enough of that stuff. Then my supply ran out. All gone. So I switched to drinking rum. Are you sure you don't want to back out? No, thanks. I'll be fine. You drink first. Oh, you already drank yours. You must be thirsty. Take mine. I'll go get more. I used to like this drink when I was younger. It's a bit on the bitter side, but it slides down the throat like fire. I had cases and cases of it. All gone. Kein Wunder, dass der Baum so verschrumpelt ist. Then I realized that I relied on it to get up in the morning. So I switched to drinking rum.
Are you sure you don't want to back out? No, thanks. I can hold my own. You drink first. Oh, you already drank yours. That was fast. Take mine. I'll go get more. You ever tried booze from the West? It's a bit on the bitter side. But it's weaker than a sponge soaked in water. Used to drink it all the time. Then I came to my senses. All gone. Ja, ich meine, das wiederholt sich jetzt, ne? Choice was rum. Are you sure you don't want to back out? No, thanks. I can hold my own. You drink first. Oh, you already drank yours. You must be thirsty. Take mine. I'll go get more. I found this great drink from a foreign land. It's rather sweet, but it's weaker than a sponge soaked in water. I guzzled it with the best of them. Then my supply ran out. My girlfriend went with it. That doesn't seem to work. Natürlich nicht. My next drink of choice was rum. All gone. Are you sure you don't want to back out? No, thanks. I'll be fine. You drink first. Oh, you already drank yours. Boy, you're good at this contest. Take mine. I'll go get more. You ever tried booze from the West? It's smooth as a pirate's savvy. But it's weaker than a sponge soaked in water. Never could get enough of that stuff. Then I came to my senses. But I needed something else. So I drank rum. Ich warte jetzt einfach. Are you sure you don't want to back out? No, thanks. I'm a pro. You drink first. He's too young to drink anyway. Bro, ich habe schon drei Dinger geleert. Du kannst doch mal ein bisschen Mitleid haben, oder? Oh, my head. Du kannst doch mal sagen, ey, der hat schon drei Stück gesoffen. Ich noch gar keinen. Das wäre logisch. Back again, eh? Let's get this over with. Come on in. Ja, durch was ersetzen, aber ich habe gar keine Flüssigkeit da. I'll get a set up. Das ist ja die Politur hier. I should never bought this house. It's only caused me trouble. All these treasure hunters wanting to come in. Okay, let's get on with it. Ich verstehe immer noch nicht, warum da so ein Spiegel ist jetzt. My drink used to be a strange drink made by cannibals. It's sharper than a forked tongue. But it's weaker than a sponge soaked in water. I had cases and cases of it. All gone. Then there was a shortage of it a few years ago. But I needed something else. That doesn't seem to work. Are you sure you don't want to back out? No, thanks. I'll be fine. You drink first. Oh, you already drank yours. That was fast. Take mine. I'll go get more. I found this great drink from a foreign land. It's smooth as a pirate's savvy. But it's weaker than a sponge soaked in water. All gone. Used to drink barrels and barrels of it. That doesn't seem to work. Oh, then eh. I came to my senses. My next drink of choice was rum. That doesn't seem to work. Are you sure you don't want to back out? No, thanks. I'm a pro. You drink first. Oh, you already drank yours. That was fast. Take mine. I'll go get more. I found this great drink from a foreign land. I can't hold my alcohol. It's a bit on the bitter side. But it's powerful medicine. Okay. Anscheinend fehlt mir irgendwas. Also wenn ihr sagt ersetzen, dann fehlt mir eindeutig irgendein, was auch immer.
Kamillentee. Der Stoiber hat das immer getrunken, echt? Hallo, ich auch. Hi Vic, willkommen zurück. Vic, es hat sich nichts getan. Nichts. Einfach nichts. Und ich glaube, heute tut sich auch nicht mehr viel. Ich will gar nicht zu dem Typen. Da würde ich mir einen Tee gemacht und dir viel Zeit gelassen. Und du kannst einen Tee zu Wein reifen lassen. Also es wird immer noch nicht reichen. Selber hat sich Oktoberfest immer Kamillentee mit Bierschaum servieren lassen, um nicht betrunken zu werden. Nee. Was ist das denn für ein genialer Typ? Dabei wirkte der immer so hohl auf mich. Okay, wir gehen aber woanders hin. Where do you want to go? Komm, bring mich zu Bodhi. Ich schau mich nochmal in Bodhi um. Achso, nee, warte. Where do you want to go? Scap. I'm a scap, man. Skibidibidibubedibbeb. Gehen wir mal zur Bloody Lip. Aber der verkauft doch auch nur Grog. So das Einzige, was die hier saufen. Excuse me. Yeah, boy? Grog, please. I'll need to see some ID for that. Will you accept a temporary library card? Let me see it. Is Guy Brush a French name? No, actually, it's a fictional name. Oh, all right. Can I get you that drink now? Kommen Sie später wieder bei Nahgrog rein? Will you have more near Grog later? Nope. Next shipment is a month from now. Bartender, get me a drink. Name your poison. What do you got? Well, we have some specialty drinks here at the Bloody Lip, like Yellowbeard's Baby, Bloody Stump, and Blue Whale. I'll have Yellowbeard's Baby. Well, you can try, but I don't think nature's on your side. Just give me the drink, please. Hey, I have to crack jokes. It's a union thing. That'll be one piece eight. Okay. Here you go. And here's a complimentary crazy straw. Oh my god. We give them to all new customers of the Bloody Lip. Das ist, warum der Laden Bloody Lip heißt. Bartender, give me a drink. Name your poison. Give me a Bloody Stump. Nimm die alle mit. I can't. Chainsaw's out of gas. Hilarious. Yeah, I cracked myself up. That'll be one piece eight. Okay. Here you go. Bartender, give me a drink. Name your poison. Mix me up a blue whale. Sorry, blender's not big enough. Oh, but seriously, that'll be one piece eight. Okay. There she blows! Nice place you have here. Well, see ya. It's a yellow drink in a broken glass. It's a red drink in a broken glass. It's a blue drink in a broken glass. It's a brown drink in a broken glass. Und dem Typen geben? Ja, die Sache ist die, das ist ja auch hochprozentiges Zeug. Das verkraftet der doch auch nicht.
Schleuder die Flüssigkeit ersetzen. Laut Don Para. Genau, der mich herausfordert. Ja, ja. Ich geh mal dahin. Kann nicht schaden. Hey man, we're gonna take you, man. Where do you want to go? Boah, frag mich mal, wo der war. Fett. Wir schauen mal. Oh, so geil das Wochenende ist. Wo war der nochmal hier, ne? So, ja. Stimmt. Back again, eh? Let's get this over with. Come on in. I'll get us set up. Excuse the boxes. I haven't had time to put them all away. Especially with all the people trying to get into my house. It's a brown drink and a broken glass. But I guess you want to go through with this. Here's your drink. I found this great drink from a foreign land. Tastes just like chicken. But it's weaker than a sponge soaked in water. All gone. I never could get enough of that stuff. I don't want to use all of this. I could give it up any time I wanted. But I needed something else. I don't want to suck that. Are you sure you don't want to back out? I don't want to suck that. No, thanks. I can hold my own. You drink first. Oh, your grog's a funny color. It might have spoiled. Take mine. I'll go get more. Oh, you ever tried booze from the West? Welche Farbe hat Grog noch? It's rather sweet. Grün? But it's powerful medicine. Used to drink barrels and barrels of it. Then my supply ran out, and my girlfriend went with it. So I started drinking rum to fill the gap in my life. Nee, ich glaube, ich brauche den grünen Drink. Ich habe das, glaube ich, schon verkackt. Oder, Para? Die geben mir gar keine Tipps mehr, ne? Warst doch schon im Gefängnis, oder? Ja, ja. Where do you want to go? Er sagt, dein Grog hat eine komische Farbe und ich glaube, Grog ist grün. Zumindest im ersten Teil war das Zeug grün. Das heißt, ich muss mir hier einen grünen Drink bestellen. Oder das so mischen, dass der grün wird. Genau, was Blaues und was Gelbes bestellen und dann mache ich da was Grünes draus. So, ja, okay, alles klar. Excuse me. Yeah, boy? Bartender, give me a drink. Okay, but give me back your empties. I'm running out of glasses. Sure. Now, name your poison. I'll have Yellowbeard's baby. That'll be one piece eight. Okay. Was hast du im Gefängnis mitgenommen? Go. So zwei Umschläge, ein Stock, ein Schlüssel und in den Umschlägen waren voll viele, also mein Bartender, mein ganzes Zeug und noch von so einem anderen. Ich glaube eine Banane oder so war da drin. Ich weiß es gar nicht mehr. Give me a bloody stump. That'll be one piece eight. Okay. Here you go. Bartender, get me a drink. Name your poison. Mix me up a blue ale. That'll be one piece eight. Okay. There she blows! Nice place you have here. Well, see ya. So. Ab geht die Luzi. Umschläge noch mal anschauen. Mr. Guybrush Threepwood, arrested for infractions too numerous to list. Mr. Willy Gorilla, arrested for grinding his organ in public. Gorilla-farbener Umschlag und Manila-farbener Umschlag.
Wie heißt der Typ? Mr. Guybrush Threepwood, arrested for infractions too numerous to list. Mr. Willy Gorilla, arrested for grinding his organ in public. Willy Gorilla. Ist ja auch eindeutig Gorilla-Farben. Also in meiner Welt sind auch alle Gorillas so Lachsfarben. Weil das Spiel logisch ist. Öffne mal beide. Die sind, ich glaube, Mr. Willy Gorilla. Mr. Willy Gorilla. Funktioniert nichts mehr. It's empty. Die sind leer. It's empty. 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 So, ich gehe jetzt mit dem Grog zu dem Typen. Und dann saufe ich den unter den Tisch. Where do you want to go? Aber wenigstens ein bisschen Progress. Ich drehe mich hier echt im Kreis über dem Spiel. Back again, eh? Let's get this over with. Come on in. I'll get us set up. I wish I'd never bought this house. It's only caused me trouble. All these treasure hunters wanting to come in. Immer noch gesucht. Ja, ich habe versucht, well, dieses Wanted Ding diesen Steckbrief runterzureißen oder so, hat er aber nicht gemacht. Ich dachte, das bleibt erstmal da. It's sharper than a forked tongue. But it's stronger than a mule team. Never could get enough of that stuff. All gone. Then I came to my senses. I don't want to use all of this. That was when I took up rum. Are you sure you don't want to back out? No, thanks. I can hold my own. You drink first. Oh, your grog's a funny color. It might Wie have funny color? Grün. Take mine. I'll go get more. There's a special drink that I like. Tastes just like chicken. But it slides down the throat like fire. Never could get enough of that stuff. Then I came to my senses. That's why I started drinking rum. Are you sure you don't want to back out? No, thanks. I can hold my own. So, der trinkt rum. Ich dachte, der trinkt first. Just what I expected. So wäre ich an so einer Stelle wie du deinstallieren. Was kann man noch tun, statt abhängen? Abhängen? Meinst du das Bild? Keine Ahnung, verbrennen? Zerkratzen? Irgendwas draufkritzeln? Aber anscheinend muss ich das machen. Was auch immer. Vielleicht kannst du dafür sorgen, dass hier noch jemand anders gefahndet wird. Where do you want to go? Oh, okay. Oh. Oh. Okay. Okay, okay. Okay. It's Captain Kate. Excuse me. Aren't you Guybrush Threepwood? No, my name is Kate Capsize. You must have me confused with someone else. Kate, eh? That's an unusual name. Perhaps you have some identification. My ID is on my ship. Wait here while I go and get it. Nice try, Guybrush. I don't know how you got out of the jail, but I'm taking you back in.
Where do you want to go? Ja. Ich schaue mir erstmal das Spektakel hier an. Ah, jetzt befreie ich die aus dem Knast und dann ist die mir dankbar. Okay, alles klar. Who is this Peepwind character anyway? Peepwind? Warum lernt? They can't keep me locked up. Warum lernt ihr nicht endlich meinen Namen, Leute? I'll figure a way out of here. I'll figure a way out of here. Sollte erstmal mit der reden. Kann ich das überhaupt? I'll figure a way out of here. Nice. They can't keep me locked up. Who is this Peepwind character anyway? Idiots. Hey. Uh-oh. I can explain. I Thanks for letting me out of there. You'll have to excuse me if I don't stick around. I've got to find out who framed me. Okay, sie hat keine Ahnung, dass wir das waren. Aber wirklich was gebracht hat uns das auch nicht. Where do you want to go? Was für eine undankbare Bitch. Muss dir jetzt mal gesagt werden. Glass bottom boat. Cruises.